herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality auf der Grünfelder Land. Guten Tag. Müller, servus. Servus. Wir sind ja in Deutschland, ne? Wir fahren rechts. Ja. Ja, sieht bei dir nicht so aus. Kann ja auch mal die andere Seite kennenlernen, ne? Joa. So lange bis Gegenverkehr kommt. Dann sollte man doch lieber sich den deutschen Verkehr sehen, dass man außer dem Bereich fährt. Gut. Feld 106 steht mein Trecker. Drescher. Ja, ja, ist das da? Ja, okay. Können Sie da vorne rechts dann auf den Feldweg fahren? Ja, ich will. Was? Ja, ich fahre lieber die Straße, ist nicht gerade. Wir wollen ja hier nicht. Schön in den Blitzer rein, ne? So wie vorhin beim Händler. Wie viel hast du denn zahlen müssen? Geld. Ja, wie viel? Ich glaube, es waren 3000. Drei nur? Ja. Ich glaube, die müssen mal das Bußgeld erhöhen. Ich glaube eher verniedrigen. Nee. 3000 zu viel. Bei solchen Rowdies, du bist locker mit 100er durchgebrettert. Nee, es waren nur 72. Ah ja. Ich werde jetzt auch nicht so ruhig, der Fahrer. Wie schnell kriegst du denn den MAN wieder los? Eigentlich müsste es jetzt ziemlich gleich, ziemlich zackig gehen. Okay. Gut. Gut, passt. Jo, ciao. Danke, tschö. So. Müssen wir halt jetzt das letzte Feld selber abernten und ich hoffe, dass ich es auch noch hinkriege. Ah, Mist. Also auch noch selber abfahren, das ist eher das Problem. Ups. Ja, Gerät erst ausklappen. Jetzt mach mal hin hier. Ich habe keine Zeit. Hä? Och. Also doof ist, wenn ich keinen Abfahrer kriege. Weil dann wird es diese Woche nichts mit der Metzgerei. Weil abfahren und dreschen werde ich zeitlich nicht so hinkriegen. Vielleicht kriege ich es hin, dass das Feld abgeerntet ist und alles. Aber Vertragsunterzeichnung für die Metzgerei wird man dann, denke ich, nicht schaffen. Der MAN bringt 36.000 irgendwas. Dann sind wir knapp bei 60. Bräuchte man noch 10.000. Kriegt man aber, denke ich, nicht hin heute. Dann müssen wir den Kauf der Metzgerei nochmal um eine Woche verschieben. Wäre dann halt so. Vielleicht ist dann aber auch der Stefan Müller wieder da, dass wir bei dem gleich die Schäfchen kaufen können. Wer weiß. Ich guck mal gerade noch. 844. Da steht überall noch was, ey. Da habe ich schlecht gefahren. Schlecht gedroschen.
844. Ich hoffe mal, dass der Dinkelpreis dann noch ein bisschen in die Höhe geht. Was wir auch noch haben, ist ja die Gerste. Das ist ja alles totes Kapital im Moment. Gerste ist bei 650 beim Aldi. Das wird sich eigentlich lohnen zu verkaufen. Da kriegt man nämlich dann 65.000. Das wäre dann eigentlich schon die Metzgerei. Ist halt die Frage. Ich denke, Racix wird auch noch bei der Ernte sein. Könnten wir ja mal anrufen. Hallo? Ja, Jürgen, Volker hier. Jo. Du bist du noch am Ernten? Ja. Ah, wie lange noch? Hab gerade beim letzten Feld das Vorgewende fertig. Ah, okay, also brauchst du auch noch heute und morgen wahrscheinlich. Ja. Woher, schade, hätte nämlich einen Abfahrer gesucht, der mir die Gerste verkauft. Dachte, nee. Das wäre was für dein Transportunternehmen. Nee, leider nicht. Schade. Selber noch im Stress. Ja, ich muss auch hier noch das letzte Feld Dinkel und dann ist gut. Erstmal wieder. Mhm. Aber ich habe über 100.000 Gerste im Silo, weißt? Und jetzt dann noch 100. Ah, je nachdem, 180.000 Dinkel. Ich habe gerade den ersten Anhänger Mond weggebracht. Mhm. Kam ordentlich was rum. Ja, da haben sie gerade ein Angebot drin, gell? Ja, also. Ich habe knapp 70.000 für einen Anhänger bekommen. Ah, super Timing, ey. Das hätte ich auch gerne. Aber ich wollte ja die Metzgerei noch kaufen. Ja. Falls du dich erinnerst. Und deshalb bin ich gerade am überlegen, was ich machen soll, damit ich mir das leisten kann. Mhm. Interesse an dem Fast Truck hast du nicht, ne? Ja, von welchem Geld denn? Habe ich mir nämlich gedacht. Ich habe kein Geld. Ich bin sogar eher am überlegen, ob ich den Johnny verkaufe und mir dafür. Oder will nämlich ein bisschen umsteigen auf Glas. Okay. Ich wollte mir auch ein Glas holen, einen größeren. Ich habe ja einen Xerion noch. Aber nur einen 4000. Ja, ich wollte mir einen 930er Axion oder so mal als Vorführer vielleicht holen und dann gucken, was das ist. Ja, das empfehle ich dir. Also ich habe ja den MAN TGE gekauft. Es ist ja so eine Schüssel, ey. Ich glaube, der wird in Japan gebaut. Oder in China. Echt? Ja, ja, Plastik ohne Ende. Also den kann ich überhaupt nicht empfehlen. Natürlich kacke. Und die Abstimmung, Fahrwerksabstimmung, och Gott, oh Gott. Ja. Ist ja das Katastrophe. Ist doof. Ja. Okay, schade. Dann gucke ich mal, ob ich noch irgendwie einen Abfahrer finde. Jo, okay. Danke, tschüss. Tschüss. Schade, warte mal, ich könnte ja den Diesel fragen. Diesel. Jo, Diesel, Volker hier. Jo. Was machst du denn gerade? Ich bin gerade meine Felder am Düngen für die nächste Aussaat. Ja, und dann Zeit? Nee, nicht wirklich. Ich muss danach ansehen. Ja, erstmal essen, dann reden. Ja, hat nicht mal Zeit zum Essen hier, oder wie? Nee, nicht wirklich. Eieiei. Ich bin ja gerade am Düngen für die Aussaat und danach wollte ich direkt ansehen, weil ich muss ja auch irgendwie Geld verdienen. Ja, davon. Vor allen Dingen, wenn man sich die Fischzucht holen möchte. Okay. Halt wissen mit Fisch. Ja, produzieren und verkaufen halt, ne? Achso, aber das macht Sinn. Okay. Gut, danke erstmal. Bitte. Tschö. Tschö. Ah, der auch keine Zeit, ey. So ein Mist. Vor allem bräuchte ich ja jemanden, der ein eigenes Gespann hätte.
Björn Blaubeer. Hallo, Herr Blaubeer, wie geht's Ihnen? Hi, Volker. Ja, ganz gut. Ja, das freut mich. Oder dir? Ja, stressig, ne? Okay. Ernte, drittes Feld. Dinkel. Ich hätte aber eine andere Frage, und zwar, wie schaut's denn aus? Hast du gerade Zeit? Ich bin gerade an der Molkerei verladen. Achso. Was hast du? Ich bräuchte theoretisch jemand, der mit eigenem Gespann ein bisschen Gerste für mich verkauft. Zum Aldi. Beim Aldi? Jo. Ja, ich habe jetzt natürlich meinen Hänger voll mit Paletten. Das heißt, ich müsste ebenfalls zum Aldi die abladen. Hm. Dann zum Hof den Trailer eben umbauen. Dann könnte ich dir helfen kommen. Ja, das wäre supi. Dauert aber halt, wie gesagt, noch ein bisschen. Ja. Mein Anhänger ist halt gerade bei der Ernte im Einsatz, deshalb ja. Bräuchte ich da noch einen anderen. Und ich habe, glaube ich. Oder muss ich mal einen Neumann anrufen? Da fällt mir gerade was ein. Ja, dann muss ich mit ihm nochmal klären. Ja, wie gesagt, wenn ich fertig bin, komme ich dir gerne helfen. Jo, das wäre supi. Ich denke, das passt zeitlich dann immer noch. Ich melde mich telefonisch, wenn ich am Hof losfahre. Jo, perfekt. Danke. Okay, bis später. Ciao. So, das ist schon mal gut. Dann kann der uns da unterstützen. Dann kann der nämlich den Dinkel. Eine Ladung würde ja locker easy reichen. Dass wir dann genügend Geld haben, um Steuern zu zahlen. Wenn der immer einen weggeht. Und auch um dann die die Metzgerei zu kaufen. Dann können wir das Anfang nächster Woche machen. Ich denke, das müsste man dann hinkriegen. Wenn der mir eine Ladung verkauft mit dem MAN-Verkauf, dann passt es locker. Das Problem ist nur, ich werde auch irgendwann demnächst, aber ich möchte halt eigentlich nicht zu viel jetzt verkaufen, weil wenn wir nächste Woche das Glück haben und der Dinkelpreis, der steigt auf 2000 oder so und ich habe alles verkauft, dann beiß ich mir den Hintern. Deshalb würde ich eigentlich schon sehr gerne erstmal noch das auf Halde liegen lassen. In der Hoffnung, dass die Preise noch ein bisschen anziehen. Genauso bei der Gerste eigentlich auch. Wobei ich da halt jetzt sage, 650 ist doch erstmal ein guter Preis, nachdem es zuvor bei 400 irgendwas war. Da bin ich mit 650 doch mehr zufrieden. So.
Weiß jetzt gar nicht, ob der Neumann mir jetzt einen Fahrer schicken wollte oder nicht. Sinn. Hallo, hier ist der Neumann. Jo, Neumann, wolltest du mir jetzt einen Fahrer schicken oder nicht? Nein, okay. Habe ich dir Kopf gesagt. Gut, nee, passt. Wollte nur sicher gehen. Nicht, dass dann einer da steht und ich was anderes organisiert habe. Okay, passt. Jo. Danke dir. Rechnung wegen dem Zeug, was kriegst du da? 1.100, wie abgemacht. 1.100? Ja. Gut, schicke ich dir gleich. Mit Steuern natürlich schon. Jojo, passt. Kommt ein kleines Trinkgeld mit. Der Müller, der war ganz in Ordnung. Das hört man gerne. Gut, danke dir. Bitte. Tschö. Okay, gut. Wir werden jetzt hoffentlich morgen den Drusch hier auf dem Feld beenden können. Ist noch eine ganz schöne Fläche, die wir da vor uns haben. Aber ich denke, das könnten wir zeitlich hinkriegen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like, Abo oder einen Kommentar da. Und schaut morgen wieder rein, 16 Uhr. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.